Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im TSW im Train the World. Und wir machen unser kleines Multiplayer-Projekt weiter. Wir, das heißt ich, der Lavan und... Ich, der Francesco von Seilspinne. Genau. Läuft das alles an? Wir fahren im TSW den wir deuten so Multiplayer an, indem wir im Fahrplanmodus dieselbe Strecke um dieselbe Zeit fahren, entgegengesetzt auf derselben Strecke und versuchen uns an der richtig realistischen Zeit zu begegnen. Sollte uns heute vielleicht ein bisschen einfacher fallen, denn wir haben in Großbritannien keine Sicherheitssysteme drin, weil wir, ich keine Ahnung, ob man in Großbritannien britischen Sicherheitssystem habe. So, jetzt soll ich das hier hin machen. Das funktioniert, jetzt kann ich es wieder auf 5 machen. Zumindest wo es unser Tutorial erklärt, perfekt. Heißt, ich könnte jetzt prinzipiell losfahren, glaube ich. Du kannst losfahren, fahr direkt, damit du das, Ich musste den ja irgendwie noch, hier Dings aktivieren. So, ich habe mir extra aufgeschrieben, was ich fahre. Ich fahre 20 FKA Containerwagen von Reading nach Acton. Ist das die gesamte Strecke oder liegt das nur so in der Mitte? Ja, das ist nicht die exakt, also das ist glaube ich das längste, was ich jetzt gesehen habe, was man machen konnte. Aber wir sollten uns auf jeden Fall begegnen, sonst wäre das nicht. Ja, also ich lande, ich bin ein Flugzeug, ich lande vorher. Ich habe glaube ich ein bisschen weniger Strecke, also was weiß ich. Aber du fährst ja auch nur die Hälfte meiner Geschwindigkeit vermutlich, weil ich fahre nämlich den Schnellzug hier, den, wie heißt der? Ich habe den Namen vergessen, keine Ahnung. Dieser Schnellzug zwischen London, Paddington und Swansea. Ich hoffe, dass ich den Zug gleich noch übernommen kriege, dass er gleich noch steht, wollen Sie den Zug übernehmen? Weil sonst wird's doof. Ich würde den Zug ganz gerne übernehmen. Aber das geht bei TSW immer schon ein bisschen schwierig. So. Ein bisschen Licht rein, ein bisschen Tür offen. Es ist mal wieder, wir haben passend zur Jahreszeit versucht, wir mal die Jahreszeit auszuwählen, deswegen haben wir Herbst. Es ist 8.43 Uhr und es ist ein bisschen neblig noch draußen, wie man sieht. Der Nebel legt sich ja manchmal sehr, sehr spät erst am Tag. 8.40 Uhr ist zwar schon spät, aber kommt mal vor. Ich muss auch zugeben, ich erkenne auch jetzt das erste Mal, dass da wirklich die Bäume auch herbstlich aussehen. Beim letzten Mal bin ich mir gar nicht mal so sicher. Also bei mir, ich meine mich erinnern zu können, dass es ziemlich grün war noch. Ja, ich glaube schon, kann sein, aber dass vielleicht die Map ein bisschen... Aber ich habe da glaube ich auch nicht so ganz drauf geachtet. Kann natürlich auch sein, dass es halt in England halt auch früher losgeht. Ja, nicht viel. So geografisch weit weg ist das ja jetzt auch nicht. Also offen von der Höhe her, ne? Bisschen nördlicher. Und schon der Rest der Personenzug entgegen. Schnellzug? Ja. Das bin ich. Ja. Einfach ein Witz. Also ging ja fix. Wäre ein bisschen schnell. Das kommt auch schon Nahverkehr entgegen. Okay, jetzt dürfen wir, wie viel dürfen wir fahren? Ich glaube 40, 45. Wahrscheinlich 40. Oh, ich freue mich schon. Ich finde es ein bisschen komisch, dass ja TSW, die Leute haben ja gesagt, der TSW wäre noch nicht bereit für die CE. Was mich ein bisschen wundert, dieser Zug fährt nämlich auch 200. Ach, was mir gerade noch... Ja gut, egal. Ich fahre glaube ich in km/h. Weil wenn ich jetzt kurz auf Pause gehe... Da fahre ich halt den km/h. Kann ich ihn besser abmessen? Ja, ich habe mich ich habe es extra vorhin noch umgeändert. Ich habe es vergessen. Hätte ich vielleicht mal nochmal irgendwie callen sollen, aber gut. Okay, anhalten, wir können los. Oder auch nicht. Moment, jetzt war Umschalt 6, glaube ich. Wollen Sie den Zug übernehmen? Ja, will ich. Okay. Gesamtpunktzahl, Umschalt 6. Nee. Dann Fahrtrichtung, wenn der Motor aus. Okay. Ja. Kriegelt und jetzt neutral vorwärts. Türen dürften schon geschlossen sein. Ja. Sind sie. Und dann können wir eigentlich losfahren. Oder müssen wir noch was entriegeln? Horn funktioniert. Ja, wir auch gar nicht wirklich so schnell fahren können mit den ganzen 20 Container. Ach, meine Bremse ist noch angelegt. Ja, ja. Jetzt können wir. Du bist doch nicht schnell, du bist ein Güterzug immerhin. Nee, ich bin nicht schnell. Also ich
glaube, ich komme mit den. Ich schätze mal, ich komme auf den 90 rauf, aber. Wir können ja, das Geile ist, ihr seht ja die MPH-Anzeige in der Mitte, das ist eigentlich sogar ganz gut. Dann kann man das nämlich sehen. Immer das Positive sehen, weil ihr seht ja vom Zug her die MPH-Anzeige in der Mitte. Und rechts seht ihr die KMH-Anzeige, dann braucht das nicht umrechnen. Also alles einen Sinn, das nicht umzustellen, ne? Ja, das bei mir sehe ich das nämlich nicht, bei mir sehe ich mich nur Miles per Hour. Müsst ihr halt auf einen guten Kanal gucken. Ja. Wow. Wow. Entschuldigung, der war. User left your channel. Ach nee, wir sind ja bei Discord. Ey, wir sind doch auf Discord. Ach ja, nee, das ist bei TeamSpeak, ja. Genau. Ja. Wie war das mit guter Typ, guter Ahnung und so? Ja. Guter. Ich kann nicht reden. Guter Ahnung. Auf jeden Fall sind wir unterwegs mit. Ich freue mich schon echt gleich, wenn wir die Vollgeschwindigkeit hier ausfahren können. Man ist manchmal ein bisschen irritiert. Stimmt, dass du kannst ja, glaube ich, 120 Miles per Hour so irgendwann mal fahren oder 125, 200, glaube ich. Also sind es genau 200,09 oder so. Das sind bis ganz, ganz knapp über 200, was ich hier fahren darf. Deswegen frage ich mich auch, warum TSW mal gesagt hat, dass die noch ICE reif sind. Weil das ist ja dieselbe Geschwindigkeit. Man muss ja keine 300er bauen und die meisten Strecken fährt der ICE nur 200. Da könnte man ICE nämlich fahren. Gott, das Cockpit ist ja richtig krank am Blören. Was mich immer irritiert, weißt du, was mich jedes Mal irritiert, dass das grüne Signal links ist. Und ich denke mal, scheiße. So kurz in einem Moment, bremsen. Rotes Signal. Und dann, ja gut, nee, ist grün. Aber ich habe ja auch noch die Signalanzeige drin. Diese tollen Kreise hier. Oh Gott, der Sound. Jetzt ist der Sound da, geil. Der Zug ist fast vorbei, plötzlich fängt der Sound an. Jetzt sind wir schon mal 80 mph. Das sind dann. Der Quatsch, 80 km/h. Das sind dann. Oder fährt der eine 160? Hab ich jetzt Quatsch erzählt? Der fährt 200? Der fährt dann, ich glaube, der fährt 200, der fährt 160, der fährt 200 mph. Das kann auch sein. Ja. Okay, jetzt hört man auch die Güterwaggons hinten rattern. Also, kann man schon vorher gehört, aber jetzt merkt man es extrem. Ich überlasse das Begrüßen heute mal dem Zugbegleiter. Das ja schon mal in einer Folge auf Englisch gemacht, aber mein Englisch ist not the yellow from the egg, but it goes. Das ist wichtig zu wissen. So. Das sind, bevor ich jetzt zu schnell fahre, das umzuändern, zack, zack und Priorität ändern und zack. Ich halte übrigens zwischendurch nochmal, cool. Manchmal fällt man ja auch durch mit den Zügen, aber der hält nochmal ein Redding vorher. Muss ich schon denken, dass ich nicht durchziehe. Okay, jetzt haben wir den Soundbug. Was für ein Soundbug? Ja, ich mache eine Vorbeifahrt und ich bin beim 16. Waggon und dann fängt der Sound erst an. Ah, okay. So, jetzt haben wir 90 Miles per Hour erreicht und dann können wir. Ich darf jetzt erstmal auf 160 km/h beschleunigen. Ganz entspannt weiterfahren. Oder ja gut, was heißt. Mehr oder weniger entspannt, aber relativ entspannt. Noch 25 Miles. Da kommt er. Miles. Der schickt euch. Sehr schöne Position für die Kamera. Hast mir gerade voll Pfeiler gesetzt. Das mal. Noch nicht die volle Höchstgeschwindigkeit, also noch lange nicht. Da vorne doch 200, packt er. Das der Fahne. Wusste es. Hier links müsste die Abstellanlage sein für die Züge. Man kann auch nämlich hier Aufträge in die einfach nur so Zubringer machen. Was ich auch geil finde. Also ich finde TSW, dieser Fahrplanmodus ist halt mega cool. Du kannst halt völlig verschiedene Sachen fahren. Und du kannst ja auch zum Beispiel, wenn du Bock hast, einfach nur Züge vom Depot nach London Paddington fahren. Und dann fährst du mit einem Regionalzug wieder zurück. Krass. Zur Station. Das finde ich total so, also das musst du dir selber zusammen. Ist das dieses, oh Gott, dieses, also wenn man im freien Dings rumläuft, dann sieht man ja irgendwie solche komischen. Ja, wie soll ich sagen, solche Bücher rumschweben da, ne? Nee, ich meine, es gibt ganz normale Depotfahrten. Also die sind ja auch als Fahrten markiert. Das heißt, du könntest jetzt rein theoretisch wirklich Werksfahrer machen. Du fährst die Züge zum Hauptbahnhof, wenn die gebraucht werden morgens, ne? Und fährst dann mit dem Regionalzug wieder zurück. Da müsste eine Station in der Nähe sein, steigst da aus und gehst hinten zu den Werkshallen, ne? Mhm. Und fährst dann wieder den nächsten Zug morgens in den Bahnhof. Stellst du die Züge bereit. Okay.
Das ist irgendwie auch eine ganz coole Idee. Ein Kilometer noch? Ach, die Bremse wollte ich nicht anlegen. Ja, man, ach nein! Kann man gut. Auch nicht anders sagen, also das Spiel ist echt schon nice. Mein Ausbaufähig ist, glaube ich, jedes Spiel. Ja. So, ich habe gerade mal die Bremsprobe bei 130 km/h gemacht. Das, was ich wollte. Hat's geklappt? Ja. Aber ich habe manchmal komme ich vor, dass ich in die falsche Richtung bremse. Also, dass ich eigentlich bremsen will, wenn ich Bremse ausschalten will, außerdem mehr Bremse. Achso. So, jetzt darf ich 200. Nahverkehr. Noch 48 Kilometer, dann muss ich auch schon wieder halten. Also schon wieder, Anführungszeichen. Setzen wir uns mal einfach hier hin und tun so, als ob wir gar nicht. Ja. Machst du auch gerade den zufälligen Zugbeobachter? Nicht wirklich. Also ich habe mich jetzt auf den. Ich habe mich jetzt vom Fahrer jetzt weggesetzt. Achso. Also via Kamera. Steuerung. Wobei ich prinzipiell. Ah ne, das war ja mit E, nicht mit C. Ups. Falsches okay. Spiel. So. Okay, ich sollte nicht bei. Ich sollte nicht bei Fahren. Bei fahrender Fahrt. Bei. Ja. Hä, ich hab die Lockbremse. Hä, warum, wieso hab ich denn die Lockbremse betätigt? Ich hab doch keine Lockbremse betätigt. Was wollt ihr denn? Ich stehe auf, setze mich wieder hin und dann bekomme ich Punkte, weil ich die Lockbremse aktiviert habe. Warte, ich versuche nochmal einmal mit Sound. Das Horn ist mega leise. Schade. Das Signalhorn betätigt. 100. Gehe immer weiter auf die 200 zu. Das könnte ja diesmal ganz gut klappen, dass wir uns. Also, ich bin glaube ich auch fast eine halbe Minute zu spät losgefahren. Du bist auch eine Minute zu spät losgefahren, ne? Also, ja, wir werden uns wahrscheinlich. Oh Gott! Was? Rote Signale? Nein, ich muss langsamer werden. So, nee, 40. Du musst immer aufpassen. Güterzüge, wir kriegen öfters mal rote Signale. Auch in dem Szenario. Ich bin auch schon mal in virtuellen Weichen aufgepasst, aber dachte ich, grüne Welle. Bin schon mal reingefahren. Aber ich mag diese Nebellandschaft, die ist echt cool. Wenn man mal aus dem Fenster guckt. Ich gefällt, muss ich jetzt gleich 45 fahren oder wie oder wo oder was? Ich denke mal, da stehen, ne? Jetzt war jetzt gerade ein bisschen merkwürdig mit der Bremse, weil ich irgendwie gefühlt automatisch, halbautomatisch runtergebremst wurde. Also ich fahre jetzt gleich 200. Also ich bin jetzt bei 180 km/h. Das heißt, wie viel mph? Das sehen wir hier. Vielleicht 120 mph oder sowas waren 200 km/h, ne? Vollspeed. Weil das könnte man doch, wenn die 200 km/h fahren kann, und das geht ja relativ, könnte man den TSW doch auch mal darauf einstellen, dass. Was wollte ich sagen? Ja, genau, dass man XE wirklich mal einbaut. Und dann interessiert die zumindest. Weil man kann ja zum Beispiel. Ja, aber. Ist halt die Frage, ob sie jetzt damit halt. Ob es normal ICE meinen oder halt wirklich diese Schnelltrassen, wo man halt wirklich. Wo der ICE teilweise 300 fährt oder so, ne? Also ich würde sagen, shut up and take my money, wenn sie jetzt irgendwie die VDE 8 Ich meine, es gibt ja auch nicht den TGV also, beispielsweise, ne? Also ja, klar, aber wenn man jetzt ICE fährt meistens nur 200, ICE fährt nicht über dauernd Neubaustrecken wie so ein TGV. Wenn jetzt hier VDE 8 keine Ahnung zwischen Halle und Nürnberg umsetzt, ne? Also in Etappen. Das wäre schon cool, aber zum Beispiel einfach mal ein IC, so ein 101 mal mitgeben, mit ein paar IC-Wagen, die man dann auch auf den anderen Strecken nutzen kann, die man schon hat. Also zum Beispiel auf Ruhr-Sieg würde es ja gehen, da fährt man zwar nicht so schnell und dann hat man ja sogar die Strecke Leipzig-Bitterfeld, aber man braucht ein, stimmt, man braucht, die haben, kriegen wahrscheinlich noch keine LZB hin. Kann das sein, dass es daran liegt? Dass sie das noch nicht gemacht haben? Könnte. Die bräuchte man ja dann schon. Kann natürlich sein, dass die Prioritätenliste halt auch erst auf weiteren Zugsystemen liegt, als auf Strecken und weiteren Zügen und so weiter. Ja. Oder vielleicht brauchen sie erstmal eine Lizenz dazu, um das halt machen zu können.
und warten drauf. Aber das sind noch gerade Lizenzverhandlungen. Das ist nicht das große Problem, dafür haben die genug Kohle. Da will ich die DB schon nicht querstellen. Haben sie ja beim TSL, beim Transbullet auch gemacht. Ja. Na, wir werden es wahrscheinlich nie wirklich erfahren, bis, was der Grund dafür ist. Bis der ICE kommt. Ja. Ich hoffe, aber da sollte auf jeden Fall noch einer kommen. So im nächsten. Also geil wäre irgendwie so ein Wind. Ich hoffe ja immer auf Winterdings. Dass die werden ja bestimmt noch mal irgendwas kurz vor Weihnachten bringen. Weihnachtsgeschäft mitnehmen, ne? Mm. Kann ich mir gut vorstellen, dass da irgendwie noch was kommt, eine deutsche Strecke. Ja, oh, ja gut. Oder halt, vielleicht, oder halt auch Seam-like, einfach irgendeine Strecke, die, wo, oh Gott, das war jetzt hier, wo halt Schnee liegt, dass die keine Ahnung, eine österreichische, Schweizer oder österreichische Strecke nehmen oder irgendwie sowas in der Richtung. Vielleicht machen sie es Seam-mäßig oder sie, puh, keine Ahnung. Was, oder es geht nach China oder Russland oder was weiß ich, keine Ahnung. Mhm, kann auch sein. Oder es gibt einfach nur ein Paint-Job-Pack. Oh, das wäre ein bisschen schade. Alter, ich liebe es, mit 200 Jahren vorbeizurausen. Das ist schon, hat schon was. Also es ist echt Kontrastprogramm. Wer auf Güterzug sollte, bei mir eher Schnellzug. Aber ich mag schnelle Züge. Ich habe mal wieder Bock im ICE, im Trainsimulator ICE 4 zu machen. Das macht auch Spaß. Na. So, wie viel sind das jetzt? Ja, 125, genau. 125 mph sind 200 km/h. Ein Güterzug rauscht mir vorbei mit Containern, das bist du aber, glaube ich, noch nicht. Ich habe noch 14 Meilen. Nicht? Ich habe eigentlich keine Ahnung, welche. Ach, du hast aber keine Container geladen, oder? Waren das Container? Ich habe 20 Container geladen. Kann das sein, dass das du warst gerade? Das kann wirklich gewesen sein. Kann gut sein. Oh Gott, ich muss wieder runterbremsen. Siehst du gleich einen Schnellzug? Ich kann ehrlich schon einen Schnellzug gesehen habe. Oh Gott, welcher Bahnhof ist das hier? Wir kriegen es nie hin, unsere Dings vernünftig abzupassen, ne? Bist du durch den Bahnhof Reading schon durch? Ich gehe mal ganz kurz schnell, Moment, Karte. Ich bin. Ach, sehe ich ja gar nicht mehr, was es ist, ne? Scheiße. Das ist das Problem. Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Wie ich sagte, wir kriegen es nie hin. Aber du bist so im bebauten Gebiet, bist du vorhin an so einem Hochhaus vorbeigefahren und so? Ja, ich bin auf alle Fälle gerade stehen geblieben. Ich stehe gerade direkt neben Hochhäusern. Okay, das könnte. Warte, das ist genau der Zeitpunkt, wo ich gucken muss. Da kommt mir das ganze Schnellzug entgegen. Das könnte ich gewesen sein. Hallo! Auf der kompletten linken Seite, der fällt komplett auf der linken Spur. Okay. Ich zieh da gerade voll durch. Warte, ich guck mal gerade, welcher Bahnhof das gerade ist. Ich bin hier gerade in Slow. Das könnte sein, Slow ist kurz vor London, ja. Puh. Haben wir gerade gesehen. Das war jetzt abenteuerlich. Oh Gott. Ah, dann wollen wir wieder Gas geben hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hatte nicht gerechnet, dass ich dich so schnell sehe, deswegen war ich. Könnte ich es so sagen hier. Ja, ich irgendwie auch nicht. Wobei. Ich meine, wir sind auch schon wieder ungefähr so. Oh ne, Moment, wir sind so ungefähr 15 Minuten. Oh ne, 17 Minuten drin, glaube ich. Kommt ungefähr hin. Mhm. Ah, ja gut, die Strecke ist, glaube ich, auch ein bisschen schneller. Also, was heißt, ein bisschen schneller. Die Strecke ist auch, glaube ich, kürzer und schneller jetzt als zumindest Ruhr-Sieg-Nord. Mhm. Mal gucken. Also, ich habe noch 24 Kilometer bis Reading und dann muss ich ja noch bis Dings fahren. Ja, ich muss ja noch irgendwie am Yard 20. halten, ne? Also das, ja. Und du fährst wie viel mph? Ich glaube, 125. Maximal 90. 90 fahren. 90. Na gut, ich fahre 125. Und ziehe halt auch die ganze Zeit durch hier, ne? Ja. Ich ja prinzipiell, gut, was heißt prinzipiell? Ich muss halt meist an dem. Ich muss gefühlt an jedem dritten Bahnhof muss ich runter auf 60. Deswegen und ich. Also. Hier durch die Bahnhöfe mit 200. Ich liebe diese morgendliche Nebelstimmung, das ist echt. Irgendwie hat das was, ne? Irgendwie so. Mhm. So was Beruhigendes. Okay, jetzt wieder 60. Ja. Im Moment ist jetzt. Vor allem im Moment. 60, wenn ich halt Kurve nehmen will.
Okay. Also wenn er zum Aufwachen nimmt, er dein Video. Also jetzt nicht, weil es ist schon etwas entspannter von der Fahrt. Wir gucken nochmal den Zug von außen an. Das ist gerade eine 11. Haben wir noch ein paar Ansichten? Ich probiere nochmal. Hier, die ist auch schön, die Anfahrt. Okay, schade. Hätte es ja sein können, dass es eine Passagieransicht gibt, aber wir können uns nicht in einen Container reinsetzen. Es gibt ja keine Passagieransicht, mit denen du kannst selber Passagier spielen. Ja. Ah ja, jetzt 12 Meilen noch. Kilometer noch bis zum ersten Halt von mir. Kannst ja umrechnen. 1,6 Kilometer sind eine Meile oder so. Ich glaube 1,6, ne? Kennst du den Umrechnungskurs? Umrechnungskurs? Ja, oder Umrechnung. Dings. Ich kann auch wieder Mist erzählen. Ich merke mir das nicht. Wofür braucht man das auch? Ganz ehrlich, nur wenn die Leute zu blöd sind, mal ein vernünftiges metrisches System einzuführen. Meilen. Direkt erstmal 1 Milliarde Menschen beleidigt. So viel sind das gar nicht. Sicher? Obwohl ich, das ist ja eigentlich, die haben ja eigentlich das metrische. Gerade? Die haben ja eigentlich das metrische System, mehr, die Briten, oder? Doch. Und die haben irgendwie Meilen. Es ist ja so, bei manche haben das komplett das metrische System, andere haben so ein gemischtes amerikanisch-europäisches System, also irgendwie ist es halt. Aber reines Ami-System haben nur die Amis und noch irgendwie Land in Afrika und in Asien, so irgendwelche unbedeutenden Länder. Also wirklich wenig. Unbedeutende Länder. So, heute haust du die Rose ja auch wieder raus, ne? Ja, du weißt, was ich meine. Trump würde Shithole-Countries sagen. Einfach, war ein Witz. Jetzt hassen sie mich wieder alle. Nein, ich wollte einfach nur damit andeuten, dass es, weil Staaten ja eine Bedeutung haben, industriell gesehen, und diese Staaten haben industriell gesehen oder weltwirtschaftlich gesehen keine große Bedeutung, außer die USA. So, jetzt alle zufrieden. Habt ihr euch jetzt abgeregt? Danke. Noch 12 Kilometer bis zum Halt. Wenn ich jetzt wieder rausgehe und mich wieder reinsetze, ist der Sound immer noch so. Okay. Ich finde den Sound faszinierend, wie er sich ändert. Und wie komisch das zum Teil ist. Also ich habe mittlerweile 2490 Punkte. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. 3120. Wahrscheinlich Distanz, ne? Ich weiß, du hast ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn man Leute einlädt, also wenn man Leute reinlässt, bekommt man, glaube ich, auch schon allein maximal 500 Punkte. Ich habe ja keine Leute reingelassen, das war der KI. Ich habe ja erst mal nochmals erfuhr. Also nicht fuhr, sondern als ich anfuhr, deswegen habe ich keine Punkte bekommen. Glaube ich nicht, dass ich dafür Punkte gekriegt habe. Weiß ich nicht, also. Wie viel Miles hast du noch? Ich hab noch 8,4 Meilen. Hm. Und jetzt ist der Sound wieder weg. Das macht gar keinen Sinn, so irgendwie. Ist es denn ein Endpunkt, wo du da hältst? Das ist mein, Endpunkt. Moment, ich fahr gar nicht aus 20. Das war die erste Sache. Aha. Ha! Ich habe euch alle ausgetrickst. Kannst ja nachgucken, wenn du auf T drückst, dann hast du ja deine Dinger da. Deine Haltpunkte und so weiter. Auf T? Ja. Das ist bei mir passiert nichts, wenn ich T drücke. Okay, ist zumindest standardmäßig so. Wenn ich standardmäßig auf T drücke, dann bekomme ich halt irgendwie angezeigt, ich habe den 4L08 Dick Cut ja nach Dagenham Dock. Regionalzug überholen! Juhu! Hallo Regionalzug! Wir müssen auch mal auf so einer Strecke eigentlich mal beide gleich starten oder eine startet 20 Minuten später. Gut, das wäre irgendwie doof, weil dann soll ich warten muss. Also wäre ja cool, wenn wir da gucken, wann überholt er den. Man zieht der Fernverkehr im Regionalverkehr vorbei. Das funktioniert aber auch nur bei dieser Strecke. Ich muss schon mal so ein bisschen auf eine Idee.
ansatzweise in die Bremsung gehen. Ich versuche mal ein bisschen ausrollen zu lassen, aber ich fürchte, das wird nicht reichen. Für die 153. So. Aber ich muss ja schon sagen, also hä? Warum fängt das denn jetzt an zu ratteln? Jetzt hört es auch zu ratteln? Also hä? Also ich, ja. Ich sollte, man kann sich, also wenn man sich am Sound orientieren will, dann sollte man die Zuggeräusche selber und die Waggongeräusche selber nachstellen. Schmeißt die Omas durch den Zug, das war wieder ein bisschen stark gebremst. Oh, voller Fahrt ist das, glaube ich, nicht so wild. Ach, gelbes Signal. Okay. Ja, vermutlich, weil dann Redding schon kommt als nächstes. Ja, ja. Okay. Ich dachte gerade, jetzt hänge ich gleich vom roten Signal. Ich gehe aber trotzdem mal in die Bremsung. 97, nächstes Kilometer Anzeige. Ist immer noch ein Nahverkehrszug entgegen. Kommt danach ein rotes Signal. Ich sehe es nicht, weil die 97... War es jetzt 50 oder 90? Jetzt bin ich verwirrt. Ich muss jetzt eigentlich bremsen, weil wir jetzt nämlich ein gelbes Signal haben. Und ich weiß nicht, ob danach aber 80 kriege ich runter. Und falls. Wird schon gehen, glaube ich. Geh mal vom Leistungsregler runter, weil ich nicht genau weiß. Ich habe noch 5 Meilen vor mir. Ich weiß nicht, was gleich passiert. Die Schilder verwirren mich. Vor allem, weil nichts passiert. Und so wie ich mich kenne, muss ich wieder die Bremse betätigen. Alles nur gelb, weil ich hier voll am Bremsen bin. 48 gleich. Oh, 48 in 200 Metern. Das heißt, bisschen immer. Nein, ich führe jetzt. Ich hatte die Führerstandlampe aus, weil ich die Bremse verklickt habe. Auch schön. Gut, ich bin jetzt schön mit 80 in der 48er Zone. Aber das ist nur ein bisschen vom Bahnhof. Das hat ein bisschen Abstand für die Trottel, die hier reinrasen, so wie ich. Alles gut. Ich denke, durchs Ausrollen kriegen wir schon hin. Wobei, macht das Sinn auszurollen? Ah, doch schon. Okay, wir haben noch grünes Licht. Ja. 17 Meter vom Punkt, vom Signal. Passt. Dann wollen wir mal die Türen aufmachen. Das Einzige, was mich halt stört, das ist halt bei der Lok. Auf alle, zumindest merke ich das jetzt bei Lok. Ich weiß nicht, ob der eine auch so ist, aber das ist halt hier schon hier und hier und hier sowas von unfassbar blöd. Ich hab, bin eigentlich da, glaube ich. Du bist da. Sind noch die Leute. Eigentlich einsteigen. Da? Okay. Ich glaube nicht, dass ich noch weiterfahre. Ja, ansonsten, drück kurz auf Escape und guck, ob du noch einen weiteren Halt hast. Da hast du dann, glaube ich, eine Auktion, deine Aktion. Nee, das ist der letzte Halt. Oh, dann sollte ich mal wieder Gas geben. Ich hab dann noch 3 Meilen. Ich hab dann, warte ich nur 2-3 Minütchen. Okay, ich hab 80. Ich werde dann die Folge jetzt bei mir schon mal beenden und dann können sie bei dir das End, verpasste Ende weiter gucken. Das verpasste Ende. Also für mich nicht, aber für ja. dich. Wer nicht genug von unseren Gesprächen hat. Der sollte erstmal zum Arzt gehen und dann weiter gucken. Das wäre eine Idee. So. Oder ich laufe hier noch ein bisschen rum am Bahnhof, wäre eine Idee. Vielleicht 2,5 Meilen habe ich noch. Türen verriegeln. Zielvorgabe erfüllt. Yay, ich habe schon Auswertung. Nice. Soll ich jetzt aber Auswertung bleiben oder ein bisschen rumlaufen? Weil die Auswertung ist relativ uninteressant, finde ich. Ja, kannst du rumlaufen. Zum freien Spiel zurückkehren. So. Dann gucken wir uns hier ein bisschen den Bahnhof Reading an bei mir. Vielleicht steige ich sogar in irgendeinen Zug ein, noch in einen Regionalzug oder so. Kommt dir noch entgegen. Vielleicht findest du ja auch Sachen, die rumliegen. Oh ne, Idee. Ich bin noch nie so richtig auf Sammeltour gegangen. Ich auch noch nicht wirklich. Also wenn ich wirklich auf Sammeltour gehen würde, dann, keine Ahnung, würde ich halt entweder einfach nur rumfahren, bei jedem Bahnhof aussteigen oder so, oder... Oh Gott, 60, glaube ich, oder 80, ich bin mir unsicher. Ich bin verwirrt. Das ist doch dein Standardspruch, ne? Frage 60 jetzt. Die 80 war bei Emu. Und die 60, okay, 30 für links. Hier kommt man, glaube ich, nicht durch, ne? Doch, kommt man 80 Stück. Ah, vielleicht war die 60 für Personenzüge, weil hier ein Bahnhof kommt. Kann natürlich auch sein. I don't know.
Schleppseil-Szenario starten. Nee. Diese Bücher sind übrigens, wo du Szenarien starten kannst. Ja, die Szenarien sind ja diese Missionen, ne? Mhm. Okay. Ja. Keine Ahnung, ich fände es halt cool, wenn man halt so eine Art Missions- oder Editor hat oder sowas hat, wo man halt zusätzliche Missionen hinzufügen kann und so weiter. Mhm. Was weiß ich, dass man, keine Ahnung, irgendwie hole 11 Wagen. Oh Gott! Sag doch, dass ich 30 fahren muss! Jetzt bin ich damit 60 reingebrettet oder mit 65, heilige Scheiße! Hab ich vorhin auch gemacht. Oh! Also nicht so schlimm, aber. Du solltest doch nicht über ein rotes Signal fahren, sonst ist dann das Spiel beendet. Ist noch alles dran? Ja. Wie ich immer sage, Güter meckern nicht. Also, da brauchst du ja keine Sorge über machen. Geh mal hier in den Zug. Ich mag diese bisschen den Zug zeigen. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht auf meinem Kanal. Oder habe ich das schon mal? Wir sind schon mal schnell Zug gefahren. Egal für alle, die damals nicht dabei waren. Boah, war das jetzt abenteuerlich. Ich meine, in Gleisen ist ja an. Also, hu. Müssen die Stunden nach London, Paddington, Swansea. Hä? Aufgeben. Ja, ich brauche den nicht mehr fahren. Ja, ich bin den doch schon Ende gefahren. Du brauchst mir nicht nochmal Punkte geben. Spiel. Ich will zurück ins freie Spiel, danke. Ich dachte, er hätte ihn schon aufgegeben. Vielleicht fahren wir jetzt wieder los. Scheinbar nicht. Schade. Hätten wir noch ein bisschen Passagier fahren können. Ich bin nämlich gerade im Zug. Ich schaue mich gerade ein bisschen um. Und gebremst. Hier sind die Toiletten wahrscheinlich. Belohnung erhalten. Ich stehe. Gut, dann verabschiede ich mich, indem ich die erste Klasse setze. Schön, chillig. Zu schnell. Ach, die sind schon echt luxuriös. Aber ich kann mich nirgendwo hinsetzen. Warum nicht? Warum kann ich mich nicht hinsetzen? Was ist denn jetzt da passiert? Gut, ich würde sagen, jetzt können wir uns hinsetzen. Wir verabschieden uns, ne? Ja. Was? Nee, du kannst doch noch gerne noch auswerten. Ich bin wieder zu hektisch. Achso, ja, ist ja nichts, ne? Also. Alles gut. Alles supi. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Punkte ich gekriegt habe. Ich habe 4039 bekommen, also, ja. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schreibt auch gerne nochmal in die Kommentare, was ihr von diesem Projekt haltet. Schaut mal bei den jeweils anderen vorbei, wenn ihr die andere sehen wollt. Und auch vielleicht, was ihr auf welchen Strecken sehen wollt. Genau, das könnt ihr auch mal vielleicht reinschreiben, welche Strecken ihr gerne haben, welche TSW-Strecken, alle, die es gibt, ne? Ja. Mal gucken, was wir dann da machen. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Wake up.